gerade das Problem. Wie viel wollte er uns nicht verraten? Nur das Seppen hat ein Ende. In einer Baustelle leben. Willkommen zurück in den Wohnzimmern der T-Mobile Bundesliga. Mit dem Knaller Sturm GAK, dem 125. Grazer Stadtderby. Die können Sie jetzt getrost weglegen. Seit jetzt weiß ich, und das ist für die Mattersburger Stufen. Jetzt steht's 0-2. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auch Sie können getrost jetzt Ihre Fernbedienung weglegen. Sie sind, das garantiere ich Ihnen, beim richtigen Sender angelangt. Das Runde steht ab sofort wieder im Mittelpunkt und damit sind in diesen Tagen ausnahmsweise nicht die olympischen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gemeint, sondern das Runde, um das sich der österreichische Fußball dreht. 70 Tage Pause liegen hinter uns, eine 70-tägige Fastenzeit, wenn Sie so wollen. Und ich hoffe, Sie haben ähnlichen Heißhunger wie wir auf österreichischen Bundesliga-Fußball. Es hat doch in diesem Winter einiges sich getan. Einige spektakuläre Transfers gab es. Neue Namen unter den Spielern, unter den Trainern, ja nicht einmal alle Stadien konnten ihren Namen behalten. In diesen bewegten Zeiten freut es uns aber umso mehr, dass wir unser hochkarätiges Expertenteam halten konnten. Und dazu gehört auch Herbert Weber. Herzlich willkommen im Studio. Schönen Abend. Herbert Weber, ich habe schon gesagt, es waren bewegte Wochen eigentlich. Hat sich doch das eine oder andere getan, mit dem man nicht gerechnet hat. Was war denn Ihr Aha-Erlebnis in diesem Winter? Ja, die größte Überraschung war ganz eindeutig der Transfer von Andi Ivanschitz von Rapid zu Red Bull Salzburg. Mit dem hat sicher fast niemand gerechnet. Ich hätte mir eher gedacht, dass er, wenn er wechselt, dass er ins Ausland geht. Aber das Positive ist, dass wir so finanzkräftige Clubs in Österreich haben, dass wir ihn weiterhin in unserer Liga beobachten können. Über diesen und andere Transfers werden wir natürlich noch plaudern im Rahmen dieser Sendung. Ein Aha-Erlebnis, vielleicht nach so einer langen Pause, auch die Tabelle für den einen oder anderen, für die echten Fußballfreaks aber ganz sicher nicht. Die wissen, dass die Wiener Austria Winterkönig geworden ist. Punkte gleich mit Salzburg, allerdings besseres Torverhältnis und ein Spiel weniger. Rapid und der GAK 6 Punkte zurück. Dann folgen die oberösterreichischen Clubs auf den Rängen 5 und 6. Der FC Superfan Pasching und Ried, weiters Tirol, Sturm, Mattersburg und die Admira geht mit einem 10-Punkte-Rückstand in dieses Fußballfrühjahr. Von den neuen Trainern habe ich gesprochen. 4 neue Trainersituationen gibt es und das Kuriose ist, 4 Vereine der oberen Tabellenhälfte sind davon betroffen. Bei der Austria ab sofort Frankie Schinkels allein verantwortlich. Bei Rapid ist Georg Zellhofer am Ruder. Beim GAK ab sofort Lars Söndergaard und beim FC Superfan Pasching Andreas Herauf. Nichts Neues gibt es, was den Trainersektor betrifft, in der unteren Tabellenhälfte. Womit wir bei den Spielen des heutigen Tages wären. Vielleicht erinnern Sie sich zurück, vor einem Jahr gab es nur 2 Spiele in der ersten Runde der Frühjahrssaison. Alle anderen sind dem Winter zum Opfer gefallen. Aber zum Glück hat es den einen oder anderen entscheidenden Mausklick gegeben. Vom Platzwart, in diesem Fall sehen wir den Herrn aus Graz, Michael Güntner. Alles schon computergesteuert. Die Rasenheizung, so heißt das Zauberwort, wurde schon vor Tagen aktiviert und sie ermöglicht uns, dass wir heute 3 von 4 Spielen erleben und insgesamt 4 von 5 in dieser ersten Frühjahrsrunde. So, in der neuen UPC Arena, ja, Sie haben richtig gehört, seit heute steht der neue Name fest, der Nachfolger vom Arnold Schwarzenegger Stadion, steigt das 125. Grazer Derby zwischen Sturm und GAK. Eine Rasenheizung gibt es Gott sei Dank auch in Innsbruck, dort Wacker Tirol gegen den Tabellenführer gegen die Austria und eine Rasenheizung gibt es auch im Happelstadion. Dorthin ist Rapid ausgewichen. Im grün-weißen Duell geht es heute gegen Mattersburg. Nicht gespielt wird in der Südstadt. Dort gibt es keine Rasenheizung und auch kein Spiel. Wegen der widrigen Platzverhältnisse musste die Partie gegen Ried abgesagt werden. Schon gestern und erst nächste Woche wird sich entscheiden, wann der Termin nachgetragen wird, wann das Spiel Admira Ried tatsächlich stattfinden wird. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Rapid gegen Mattersburg steigt heute im Happelstadion. Michaela Dorfmeister hat bei den Olympischen Spielen, und sie ist ja leidenschaftlicher Rapid-Fan, die Goldmedaille in der Abfahrt geholt und damit die Krönung geschafft einer eindrucksvollen Serie in diesem Winter. Es war für sie ein sehr erfolgreicher Winter. Für den Rest der Rapid-Fans war es zwar auch ein spannender der Winter, aber nicht nur erfreulich. 2 Topspieler haben sich gleich verabschiedet. Dafür kam der Spieler des Jahres 2005 dazu. Christoph Jochum hat nachgefragt, ob die Rechnung Basiner ist gleich Hoffmann plus Ivanschitz in Grün-Weiß tatsächlich aufgehen kann.
Wenn Rapid in diesen Tagen im Schatten des Ernst-Happel-Stadions unter den Flügelschlägen riesiger Krähenschwärme trainiert, dominiert eine Frage in den Köpfen der Spieler und Verantwortlichen. Kann Mario Basiner gleich zwei der wertvollsten Spieler der Liga ersetzen? Der Mario Basiner hat sehr viel Qualität, ist aber ganz ein anderer Spieler als der Steffen Hoffmann oder der Andi Ivanschitz. Es wird auch nicht nur an Mario Basiner liegen, ob wir erfolgreich sind, sondern natürlich an einen Garic, an einen Martinez, an einen Dollinger, an diesen Spielern, die lange auf ihre Chance gewartet haben. Vor allem, was die Torvorlagen angeht, werden die genannten Basiner kräftig unterstützen müssen. Hat durch das Duo Hofmann-Ivanschitz im Herbst unglaubliche 17 Treffer aufgelegt, allein 10 per Eckball. Absoluter Ligarekord. Wir haben zwei große Stützen der Mannschaft verloren. Aber man darf wiederum nicht vergessen, dass wir den Fußballer des Jahres 2005 neu dazugekriegt haben. Und die zwei haben vielleicht die meisten Assists gemacht, aber Basiner ist ja doch einer der Führenden in der Torschützenliste. Basiner in Graz zum echten Goalgetter gereift, seine Treffer meist wunderschön. Der Kroate vor allem auf engem Raum fast unschlagbar. Bei Rapid wird seine Position allerdings zumeist hinter den Spitzen angesiedelt sein. Für mich ist kein Problem, oder Spitze oder hinten zwei Stürmer oder irgendwo. Immer ist das Wichtigste, dass es für die Mannschaft gut geht. Was spiele ich, das ist überhaupt nicht wichtig. Ein flexibler Mario Basiner bietet dem Rapid-Spiel jedenfalls völlig neue Varianten. Wie Georg Zellhofer Basiner in sein Spielsystem integriert, wird vor allem für die kommenden Gegner eine Unbekannte sein. Ich denke schon, dass wir schwer auszurechnen sind. Also der Trainer hat einige Systeme einstudiert mit der Mannschaft am Trainingslager. Mag schon sein. Also bis jetzt hat man gewusst, es gilt einmal, Steffen Hoffmann auszuschalten in erster Linie, wenn man gegen Rapid erfolgreich sein will. Ich glaube schon, dass wir es jetzt auf mehrere Schultern verteilen werden. Die erste Last wird heute gegen Mattersburg verteilt und vielleicht gelingt es Basiner ja schon, in seinem ersten Spiel zu beweisen, dass für Rapid die Rechnung aufgehen könnte. Ja, was glaubt der Heribert Weber? Kann Rapid das Niveau halten, trotz des Abgangs? Ich bin schon der Meinung, also wenn die Mannschaft guten Charakter hat, und ich bin der Meinung, dass die Mannschaft guten Charakter hat, dann wird sie erst jetzt beweisen wollen, dass sie auch ohne Hoffmann und Ivanschitz gut Fußball spielen kann. Und dann werden sie ja den Basiner so unterstützen, dass er seine Qualität ausspielen kann. Und nicht zu vergessen, Rapid hat ja auch einen neuen Trainer, Georg Zellhofer. Für ihn schlägt heute irgendwie die Stunde der Wahrheit. Sein Name stand für den rasanten Aufstieg des Dorfclubs Pasching 9 Jahre lang. Jetzt betreut er plötzlich und ist allein verantwortlich für den populärsten Club von Österreich. Bevor er sein schweres Erbe, nämlich das seines Freundes Josef Fickersberger, tatsächlich antritt, gibt er jetzt das Interview Christian Beyer. Ja, Christian, nicht einmal mehr 10 Minuten, bis wir Rapid neu auflaufen sehen. Georg Zellhofer, was ist denn für Sie heute persönlich anders als in allen anderen Spielen zuvor als Trainer? Na, es ist sicherlich eine Umstellung. Die schöne Zeit bei Pasching ist jetzt vorbei und heute hier das erste Spiel. Also ein bisschen Bauchkribbeln ist klar ein wichtiges Spiel für uns hier im Stadion und die Atmosphäre ist schon überwältigend. Die meist diskutierte Frage im Vorfeld, Hofmann, Ivanschitz weg, Basiner da. Er soll die Kreativitätslücke füllen. Was erwarten Sie denn von ihm? Ja, der Mario ist kein Hofmann-Ersatz, er ist für mich ein anderer Spieler. Er ist im Endeffekt eine offensive Spitze, wirklich ein Offensivspieler. Steffen Hofmann war sicher im Mittelfeld ein anderer Typ, der auch weit in die Defensive reinspielen könnte, mehr Laufarbeit verrichtet zum Teil, aber der Mario hat immer eine gewisse Torgefährlichkeit mit 10 Toren, ist der führende Torschützenliste, dann hat er auch ein gutes Auge, andere Spieler in die Position zu bringen und darum wird er heute als zweite Spitze beginnen. Mit allen Freiheiten? Nach vorne schon, nach hinten hat er gewisse Aufgaben. Heute heißt der Gegner SV Mattersburg, der Tabellenvorletzte. Ein vermeintlich leichter Gegner. Ist das heute für Ihr Debüt eher von Vor- oder von Nachteil? Weder noch, es ist egal. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Wir müssen heute
hier zumindest eine läuferisch und kämpferisch gute Leistung abliefern und dann hoffe ich, dass wir das ganze Spiel auch positiv beenden. Zum Saisonziel, Präsident Ehlinger hat ausgegeben, ein internationaler Platz. Einige Spieler, hört man, glauben nicht mehr so hundertprozentig an die Titelverteidigung, andere schon, mal ganz ehrlich unter uns beiden. Wo wollen Sie denn stehen am Ende? Ich glaube, dass der dritte Platz eine für unsere Möglichkeiten ein realistischer Platz ist. Wir haben ja auch noch jetzt mit Vlachovic 3 Spiele gesperrt und den Linker gesperrt und schon einige Probleme. Also das ist keine Ausrede, aber so einfach ist es nicht. Aber ich denke, ein dritter Platz müsste für uns wirklich als positiv zu bewerten sein. Willkommen im Happelstadion. Er trägt ab sofort grün. Und das sogar an den Füßen. Die Rede ist von Mario Basina, der Fußballer des Jahres 2005, ist der neue Star des Meisters. Er trägt also die Hoffnungen der Rapid-Fans, soll Andi Ivanschitz und Steffen Hofmann ersetzen. Keine leichte Aufgabe. Und das ist der neue Rapid-Kapitän, Helge Peier. Nach unserem Premiere-Experten Michael Konsl erst der zweite Tormann, dem diese Ehre zuteil wird in der mehr als 100-jährigen grün-weißen Vereinsgeschichte. Georg Zellhofer hat den Rapid-Goalie also zum Kapitän bestimmt und der Oberösterreicher feiert sein Debüt als Rapid-Trainer nicht im heimischen Hanabi-Stadion, sondern im großen Ernst-Happel-Stadion, wo heute dank der Rasenheizung optimale Bedingungen herrschen und auch eine tolle Kulisse, 12.000, 13.000 Zuschauer mit Sicherheit heute im Stadion. Für den SV Mattersburg ist das eine Premiere. Die Burgenländer erstmals in diesem Stadion und der SV Mattersburg hat in der Winterpause ihn hier verpflichtet. Von Regionalliga-Mitte-Tabellenführer Hartberg ist Cem Atan gekommen und der 20-Jährige kommt heute gleich zu seinem Bundesliga-Debüt und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Denn der Niederösterreicher mit türkischen Wurzeln lernte das Spiel mit dem runden Leder einst im Rapid-Nachwuchs. Viel Glück dem jungen Mann. Apropos Glück, ab nach Graz zu Erich Auer. Hier spielt die Musi auch noch nicht wirklich lang. Erst vor 20 Sekunden hat dieses Spiel im Ernst-Happel-Stadion begonnen. Das ist Andreas Dober. Er hat gegenüber Markus Hieden den Vorzug bekommen von Georg Zellhofer. Und der hat die Rapid-Aufstellung im Gegensatz zum Herbst ordentlich durcheinander gebeutelt. Martin Hieden und Thomas Burgstaller, das neue Innenverteidiger-Duo. Ins Mittelfeld kommen Garic, Kulovic und Dollinger hinein und vorne Mario Basina als hängende Spitze und Mohamed Aka Gündüz, Marek Kinzel zu Beginn also nur auf der Bank. Neue Paare also bei Rapid, ein neues Sturmpaar, neue Pärchen an den Flanken, ein neues Paar im zentralen Mittelfeld und auch das Innenverteidiger-Duo. Burgstaller Hieden hat es seit Oktober 2004 bei den Hütteldorfern nicht mehr gegeben. Die Burgenländer über ihre einzige Sturmspitze, über Thomas Wagner. Und da gibt es den ersten Freistoß für die Mattersburger, Foul von Markus Katzer. Da hat er Cem Atan zurückgehalten. Jener Cem Atan, der also heute zu seinem Bundesliga-Debüt kommt. Der Mann für die Standardsituationen bei den Mattersburgern, natürlich nach wie vor der Kapitän Didi Kübauer. Auch Mattersburg-Trainer Franz Lederer hat ja das System umgestellt auf 4-4-2 und da werden sie erstmals gefährlich. Erster Ballkontakt für den neuen Rapid-Kapitän Helge Peier, der trotz Verkühlung heute spielen kann. Auf der anderen Seite wird es gefährlich. Mohamed Aka Gündüz. Foul des einzigen Rapid-Stürmers an Bernd Kainz. Sie sehen die Aufstellung der Mattersburger. Jenes 4-4-2-System mit der einzigen Sturmspitze Thomas Wagner. Aber zunächst dieser Fehler in der Hintermannschaft. Stellungsfehler von Adnan Mrawatz. Und dann das Foul von Aka Gündüz an Bernd Kainz. Zuvor kam aber da der Griff von Kainz gegen Aka Gündüz, ich meine die Schiedsrichterentscheidung von Konrad Plautz. In Ordnung, es geht ziemlich flott los hier im Ernst-Happel-Stadion. Viel Tempo in diesen ersten Minuten. Hoffentlich ähnlich viel Tempo am Innsbrucker Tivoli. Wo Schiedsrichter Konrad Plautz erstmals gelb gezeigt hat in diesem Spiel, und zwar Radek Bebel, denn der hatte seinen Ehering getragen und das darf man nicht. Gelb für den ehemaligen tschechischen Internationalen. Das sind die neuen Regeln. Nach wie vor ein flottes Spiel
hier im Happelstadion und die Burgenländer verstecken sich ganz und gar nicht. Michi Mörz und da war Thomas Burgstaller. Nächster Eckball, der zweite bereits in diesem Spiel für die Mattersburger. Beiden Mannschaften ist ja deutlich anzumerken, dass sie offensichtlich alle froh sind, dass die lange Winterpause vorbei ist. Eckball Mörz. Auf Didi Kübauer. Und Helge Peier. Didi Kübauer mit seinem schwächeren linken Fuß. Ein sehenswerter Schuss des Kapitäns. Und auf der anderen Seite wieder die Rapidler mit einem gefährlichen Konter. Dollinger, den viele heute auf der Bank erwartet hätten. Und Krzysztof Ratajczyk fängt den Pass ab, der für György Garic gedacht war. Noch einmal Didi Kübauer mit links. Helge Peier geht auf Nummer sicher. Foul von Marek Kausich an Mario Basina, Freistoß für Rapid. Georg Zellhofer, sein erster Auftritt als Trainer des regierenden österreichischen Fußballmeisters. Er wünscht sich heute natürlich einen Sieg zum Debüt. Stefan Kulowitz auf Mohamed Akagündis. Der ist schnell, aber nicht schnell genug für diesen Pass. Deshalb schneller Pass in den Westen zu Martin Konrad. Tolles Spiel auch weiterhin hier. Und auch das erste Tor, das zählte allerdings nicht, weil Markus Katzer hier um Millimeter vorne war. Und deshalb wohl die Entscheidung von Schiedsrichter Konrad Plautz in Ordnung. Denn hier beim Abspiel von Katzer auf Akagündis lag keine Abseitsposition vor. Nach wie vor beide Mannschaften mit dem klaren Ja zum Offensivfußball. Auch die Mattersburger verstecken sich hier ganz und gar nicht, aber die Rapidler werden in den vergangenen Minuten stärker. Bei Rapid ja Stefan Kulowitz und Thomas Burgstaller, hier ausgespielt von Michael Mörz bei ihrem allerersten Einsatz in dieser Saison. Die Rapidler müssen ja auf Walachowicz und Linker verzichten. Bei Mattersburg nicht dabei Ilcan Amoski wegen eines im Trainingslager in der Türkei erlittenen Bänderrisses im Knöchel. Und auch der erkrankte Enrico Kulowitz fehlt. Bei Rapid Matthias Dollinger links im Mittelfeld. Viele hätten dort heute Sebastian Martinez erwartet. Nicht auf der Mattersburg-Bank, sondern auf der Ehrentribüne. Im Happelstadion der designierte Präsident der österreichischen Fußball-Bundesliga, Martin Bucher, übt sich in Distanz. Spiel unterbrochen, weil Cem Atan verletzt auf dem Boden liegt. Nach diesem Zusammenstoß mit Matthias Dollinger und deshalb schauen wir weiter nach Innsbruck. Na, da wäre beinahe etwas passiert. Gute Chance für die Burgenländer nach 23 Minuten. Und das erzürnt Rapid-Trainer Georg Zellhofer. Der Freistoß von Christian Fuchs und dann der aufgerückte lange Innenverteidiger Jürgen Patoka mit diesem Kopfball. Sie sehen schon, nach wie vor ein spannendes, ein interessantes und ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Rapidler wieder über Stefan Kulowitz. Georg Zellhofer, gerade haben Sie ihn gesehen, gemeinsam mit Frankie Schinkels, morgen auf unserer Couch bei Talk und Tore. Ab 14 Uhr, das sollten Sie nicht versäumen, im Anschluss daran dann das Topspiel der ersten Frühjahrsrunde. FC Superfan, sein Ex-Club gegen Red Bull Salzburg. Martin Hieden in heftigen Diskussionen da mit seinem neuen Trainer. Der scheint ganz und gar nicht zufrieden zu sein mit den ersten 24 Minuten seiner neuen Mannschaft. Rapid zwar mit mehr Spielanteil, mit mehr Ballkontakten, aber die gefährlichen Strafraumaktionen hatten in den vergangenen Minuten die Gäste aus dem Burgenland. Wieder Stefan Kulowitz auf Markus Katzer.
Eine weitere gelbe Karte hat es auch schon gegeben, und zwar für Andreas Dober. Und das ist eine Karte mit Folgen, die fünfte gelbe Karte in dieser Saison für den Nationalspieler. Und deshalb fehlt er am kommenden Samstag beim Spiel GAK gegen Rapid. Mattersburg über Ratajczyk. Michael Mörz, Kübauer, herrlicher Pass auf Thomas Wagner, perfekt den Ball angenommen. Wieder Michael Mörz, und da war er wohl die Hand dabei, und deshalb das Spiel von Schiedsrichter Plautz unterbrochen. Kein Abseits von Wagner, und dann hier das Anspiel von Mörz. Auch diese Entscheidung des Schiedsrichters korrekt. Radek Bebel, verliert er den Ball. Wieder Michael Mörz, der viel unterwegs ist, der alle Freiräume bekommen hat von Franz Lederer. Hinter der einzigen Spitze Thomas Wagner. Bernd Kainz, rechts in der Viererkette spielt er und soll immer wieder an der Seite nach vorne mitkommen. Dritter Eckball für die Mattersburger. Christian Fuchs, vielleicht steht der auch vor einer großen Karriere als Nationalspieler. Im Trainingslager in Dubai war er schon einmal dabei. Thomas Wagner, und gleich gibt es den nächsten Eckball von der anderen Seite. Markus Katzer war da zuletzt am Ball. Erste Pfiffe im Hanapi-Stadion von den Rapid-Fans. Aber wohl nur deshalb, weil sich Christian Fuchs da alle Zeit der Welt lässt, um vom rechten Cornerfännchen zum linken zu gelangen. Unsicherheiten, Thomas Wagner, wieder war es ein Fehler von Radek Bebel. Die Rapidler bringen da den Ball nicht raus aus der Gefahrenzone, und es folgt der nächste Eckball für die Mattersburger. Drei Corner, ein Elfer hat es früher mal gegeben. Von rechts jetzt Michael Mörz. Didi Kübauer, verunglückter Schuss. Und Mohamed Akakündis jetzt mit dem Konter in Grün-Weiß. Gestoppt vom Mattersburger Kapitän. Akakündis verlangt Gelb. Und diese gelbe Karte bekommt der Mattersburg-Kapitän jetzt auch von Schiedsrichter Konrad Plautz. Die fünfte gelbe Karte für Didi Kübauer. Das bedeutet, er fehlt in der nächsten Woche zu Hause im Pappelstadion. Wir schon weiter nach Innsbruck. Und liebe Freunde des runden Leders, damit es klar ist, in Wien steht es noch 0:0, aber beinahe wären die Rapidler in Führung gegangen. Mohamed Akakündis und dann Radek Bebel. Das war die bislang beste Möglichkeit für die Grün-Weißen vor etwa 1,5 Minuten. Nach wie vor offener Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man diese Szene betrachtet zwischen Rapid und Mattersburg. Das war ein Foul von Krzysztof Ratajczyk an Mario Basiner, von dem bei seinem ersten Auftritt im Dress des Meisters noch nicht allzu viel zu sehen war. Die Mattersburger gehen aggressiver in die Zweikämpfe. Bernd Kainz, kein Foul, Spiel läuft weiter. Marek Kausich, der immer wieder gemeinsam mit Didi Kübauer das Spiel der Mattersburger ordnet. Vielleicht hören Sie Georg Zellhofer, der immer wieder seine Spieler dazu auffordert, Pressing zu betreiben, den Spielaufbau der Mattersburger zu stören. In dieser Szene ist es gelungen. Es scheint so, als könnten die Rapidler die Aufforderungen ihres Trainers noch nicht ganz so umsetzen. Und auch Franz Lederer schaut nicht wirklich zufrieden aus. Er könnte es allerdings sein.
Denn die Mattersburger spielen hier wirklich gut. Jonathan gestoppt von Markus Katzer. Einwurf für die Mattersburger. Ausgeführt von Bernd Kainz. Thomas Wagner und Michael Mörz verliert den Zweikampf mit Thomas Burgstaller. Immer wieder fordert Georg Zellhofer mehr Bewegung von seinen Spielern. Bebel auf Basina. Kein Foul, war allerdings eine harte Attacke von Mravac an Basina. Die Mattersburger versuchen natürlich immer wieder schnell zu kontern, das Mittelfeld zu überbrücken. Thomas Wagner, technisch perfekter Fußballer, das beweist er auch heute in den ersten 39 Minuten. Die Rapidler wollten da den Freistoß schnell abspielen und haben den Ball wieder hergegeben. Marek Kausik. Und das Foul von Martin Hieden an Michael Mörz. Jetzt spielen die Mattersburger den Freistoß schnell ab. Fuchs auf Mörz, kein Abseits. Und jetzt gibt es offensichtlich Einwurf für die Rapidler. Michael Mörz ist da zuletzt am Ball gewesen. Aus Wien schnell nach Graz. Und zwar einer, der heute rot trägt und jetzt rot bekommen hat. Konrad Plautz hat Adnan Mravac ausgeschlossen wegen Torraubs. Und das geht, glaube ich, in Ordnung. Der weite Ball auf Mohamed Akagündüz. Und dann hält Mravac hier Akagündüz wohl mit dem linken Arm zurück. Wir schauen ganz genau hin. Ja, er hält ihn ganz kurz. Und Akagündüz fällt natürlich, macht das natürlich auch geschickt, der Rapid-Stürmer. Aber Mravac hat hier auch etwas ungeschickt reagiert, auch wenn er es nicht fassen kann. Es gibt keinen Elfer, nur Freistoß für Rapid von der Strafraumgrenze. Die Mannschaft von Georg Zellhofer also ab sofort mit einem Mann mehr. Rote Karte für Adnan Mravac und damit fehlt auch er nächste Woche, genauso wie der gelbgesperrte Didi Kübauer. Schwere Aufgabe für Franz Lederer in der nächsten Woche und natürlich jetzt auch heute in den verbleibenden etwas mehr als 46 Minuten. Gute Freistoßmöglichkeit jetzt für Rapid. Herausgeholt von ihm hier, von Mohamed Akagündüz. Und beim Freistoß der Fußballer des Jahres 2005, Mario Basina. Und knapp drüber, gefährlicher Freistoß von Mario Basina, knapp über das Tor von Thomas Borenic. Die Mattersburger also ab sofort nur noch zu zehnt. Und deshalb könnte sich dieses Bild hier verfestigen, die Mattersburger in die Defensive gedrängt. Wohl nach dem Seitenwechsel. Rapid wird jetzt mehr Risiko nehmen, aber in Spielhälfte 1 haben die Mattersburg auch sehr viel für die Offensive getan. Handspiel von Stefan Kulowitz, Freistoß für die Mattersburger. Noch eine halbe Minute, die letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Kübauer auf Christian Fuchs. Von wegen die Mattersburger in die Defensive gedrängt. 2 Minuten werden in Hälfte 1 im Happelstadion nachgespielt. Rapid über Matthias Dollinger. Und Mario Basina. Nächste tolle Möglichkeit für den neuen Rapidstar. Zwei ehemalige GAK-Spieler im Zusammenspiel. Auf Basina und da hat nicht viel gefehlt. Hat zunächst gar nicht so gefährlich ausgesehen. Aber da kommt Basina genau zwischen Jürgen Patuka und Krzysztof Ratajczyk zum Ball. Matthias Dollinger, der versucht immer wieder Druck zu machen auf der linken Seite.
Mattersburger Viererkette jetzt also aufgelöst. Nur noch drei Abwehrspieler, Kainz, Patoka und Ratajczyk. Jörg Zellhofer hat einiges aufgeschrieben, dass wir da seinen Spielern in Bälde in der Kabine jetzt sagen. Und er wird wohl einiges verändern dann für die zweiten 45 Minuten. Rapid muss einfach mehr für die Offensive tun. Noch eine halbe Minute. Vielleicht noch ein Angriff der Rapidler. Martin Hieden, der Abwehrchef. Es wird nichts draus. Georg Zellhofer offensichtlich nicht zufrieden mit Hälfte 1. Noch keine Tore im Ernst-Happel-Stadion. 0:0 im Duell Grün-Weiß gegen Grün-Weiß. Auch wenn die Mattersburger heute in Rot spielen. 13.000 Zuschauer circa im Ernst-Happel-Stadion. Und weiter geht's im Premiere-Fußballstudio bei Christian Eber und Herbert Weber. Georg Zellhofer, sehr emotional, war natürlich noch nicht zufrieden mit den ersten 45 Minuten unter seiner Trainerkarriere bei Rapid. 0:0 steht es weiterhin bei Rapid gegen Mattersburg. Ihre Einschätzung, Herbert Weber, dieser ersten 45 Minuten bei Rapid? Ich verstehe natürlich die Nervosität von Georg Zellhofer. Es war alles andere als beruhigend, was die Mannschaft in der ersten Halbzeit geboten hat. Es ist natürlich klar, dass er einen guten Start will. Das würde einiges erleichtern. Die rote Karte könnte die Aufgabe für Rapid erleichtern. Die Austria ist aber die Mannschaft dieser ersten Spielhälfte. Das zeigen auch die Zwischenergebnisse. Denn noch kein Tor beim großen Grazer Derby zwischen Sturm und GAK. Die Austria führt hingegen bei Wacker Tirol schon mit 2:0. Und Rapid gegen Mattersburg steht ebenfalls noch torlos 0:0. Wollen wir gleich mit gleich 9 hätte er heute bei Rapid in den ersten 45 Minuten gesehen. Aber die waren dafür nicht so erfolgreich wie die Austrianer. 0:0 steht es noch immer im Ernst-Happel-Stadion im Spiel gegen Mattersburg und hatten die Burgenländer sogar die besseren Möglichkeiten, wie auch unsere Highlights zeigen. In der 10. Minute zum Beispiel ein Schuss des Kapitäns, Didi Kübauer, wo sich Bayer auszeichnen muss. Ja, das war ein Schuss, den kann er normalerweise erfangen. Okay, er hat ihn super abgewehrt, aber das war nicht so ein gefährlicher Schuss. Aber es hat natürlich. Das Sicht war ein bisschen verstehen, wahrscheinlich. Ja, aber die Mattersburg haben wirklich überrascht. Die haben erst halbzeit das Spiel fast immer beherrscht und haben sehr gut nach vorne gespielt. Und auch in der 23. Minute waren sie dem Führungstreffer sehr, sehr nahe. Und da hat die Abstimmung in der Rapidabwehr nicht gepasst bei diesem Freistoß von Christian Fuchs und dem Kopfball von Patoka. Ja, aber das muss ja da sein normalerweise. Ich kenne den Patoka sehr gut. Das ist ein super Kopfballspieler. Nur da springt er nicht unter den Ball. Das heißt, dass er nicht drüber geht und mit der Stirn köpfelt er dann drüber. Also normalerweise ist das ein Tor bei ihm. Was fehlt bei Rapid vor allem noch? Es ist ja logisch, man muss sich erst finden. Aber glauben Sie, funktioniert das jetzt, 15 Minuten Pause dazwischen, dass das Spiel runterläuft jetzt in der zweiten Hälfte? Ja, man darf nicht vergessen, es ist komplett eine neue Mannschaft. Nicht nur, dass der Basiner neu ist, sondern zwei sind weg, die waren große Spielerpersönlichkeiten. Es sind auch andere Spieler dazugekommen, die beim Hickelsberger nicht gespielt haben. Ich denke da zum Beispiel an Doling oder Garic hat auch nicht gespielt. Einige sind noch verletzt oder gesperrt. Ich denke da an Linker. Also es ist eine völlig neu formierte Mannschaft, die erste Halbzeit nicht annähernd das geboten hat, was man sich erwartet hat. Durch den vermeintlich neuen Star Mario Basiner waren sie auch gegen Ende der ersten Hälfte zweimal gefährlich. Aber zunächst gab es die rote Karte für Adnan Mrawac. Hier hat er Akar Gündüz zurückgehalten. Berechtigt diese rote Karte oder nicht? Es war ein Zweikampf, dass der Akar Gündüz natürlich einer ist, der sehr leicht fällt, das wissen wir. Aber er berührt ihn am linken Arm und deswegen ist vielleicht auch dieses Foul und dieser Ausschluss berechtigt. Für mich war es nicht ein besonders großes Foul. Wenn er pfeift, der Schiedsrichter, dann muss er ihn ausschließen, weil er letzter Mann war. Und da hat man noch gesehen, den Freistoß von Basiner war keine besondere Gefahr.
Er war auch dann noch einmal in der Nachspielzeit gefährlich. Rapid natürlich jetzt mit einem Mann mehr in der zweiten Hälfte könnte die Aufgabe bei der Premiere von Georg Zellhofer etwas leichter machen. Jetzt wollen wir aber hören, was der Präsident nach diesen ersten 45 Minuten zu sagen hat. Präsident Edlinger jetzt bei Christian Beyer. Ja, Rapid neu, eine Hälfte ist um. Präsident Rudolf Edlinger, wie hat es Ihnen gefallen? Ja, es könnte besser sein, aber man darf nicht vergessen, es ist eine eigentlich von der Struktur her eine andere Mannschaft. Wir müssen eine andere Spielanlage entwickeln. Die Vorbereitungszeit war kurz. Es wird schon besser werden. Im Großen und Ganzen bin ich durchaus zufrieden. Kommen wir ganz kurz zu dem Thema, das im Moment die Medien beherrscht, was den neuen Bundesliga-Präsidenten betrifft. Martin Bucher, heute sitzt er nicht wie gewohnt auf der Betreuerbank, sondern in der Tribüne, auf der Tribüne. Aber als neuen Obmann ist Ihnen, glaube ich, dieser Abstand auch nicht groß genug als neuer Präsident? Na, ich habe kein Problem mit dem Herrn Bucher als Person. Er ist ein ausgesprochen netter Kerl. Rapid wird den Bundesliga-Präsidenten deshalb nicht wählen, weil wir befürchten, dass der Bundesliga-Präsident und ein Vereinspräsident eine klassische Form von Unvereinbarkeit ist. Es gibt oft Fragen, wo man auch entscheiden muss, was dann unter Umständen dem eigenen Verein nicht nutzt. Und das wollen wir nicht. Und daher werden wir als SK Rapid den neuen Bundesliga-Aufsichtsrat nicht wählen. Und da ist es auch egal, ob der Präsident der alte Frank Stonach oder der neue Martin Bucher heißt, wo finanzielle Voraussetzungen andere sind, sondern das ist für Sie eine Grundsatzfrage. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern das ist für mich ein klares Prinzip. Ich möchte keine Verfilzungen haben. Es soll sich jeder auf eine Funktion konzentrieren und man kann sich nicht auf die Bundesliga und auf einen Verein konzentrieren. Das geht nicht. Da kommt man in Gewissenskonflikt. Das hätte ich gern den Martin Bucher erspart. Aber ich nehme das durchaus zur Kenntnis. Wenn die Mehrheit der Bundesliga das will, dann wird es eben so sein. Wer wäre für Sie der richtige Mann? Es hat eine Reihe von anderen Kandidaten gegeben, die meiner Meinung nach, was dieses Problem betrifft, bessere Voraussetzungen gehabt hätten. Aber es hat nicht so sein sollen und daher werde ich jetzt keine Namen nennen. Dankeschön. Danke. Klare Worte von Rudolf Edlinger. Die Entscheidung über den neuen Bundesliga-Präsidenten fällt am 1. März. Jetzt fällt aber in den nächsten 45 Minuten die Entscheidung in den drei ersten Partien dieser Frühjahrssaison. Unsere Kommentatoren melden sich in Kürze. Erst knapp zwei Minuten vorbei im Ernst-Happel-Stadion. Rapid erstmals über Muhammed Akagündis. Die Mattersburger gehen nach dem Ausschluss von Adnan Mrawac also nur zu 10 in Spielhälfte 2. Und das ist der neue Mann bei den Burgenländern. Anton Pauschenwein, neu ins Spiel gekommen, nicht mehr dabei. Die einzige Sturmspitze, Thomas Wagner. Das bedeutet, Franz Lederer setzt weiterhin auf eine Vierer-Abwehrkette. Und Michael Mörz jetzt wohl der einzige wirklich offensiv ausgerichtete Spieler der Burgenländer in Hälfte 2. Bei den Rapidlern keine Veränderung. Georg Zellhofer hat keinen Wechsel vorgenommen, aber ich bin mir sicher, dass er an der Spielanlage seiner Mannschaft einiges ändern möchte. Auch der Ex-Kapitän ist im Happelstadion. Steffen Hofmann, leidgeprüfter Neulöwe, ist also an einem freien Samstag heim nach Wien gekommen. Kübauer. Hart attackiert von Dollinger und Stefan Kulovic. Freistoß für die Burgenländer, die in diesen ersten Minuten nach dem Seitenwechsel, das ist ganz deutlich zu erkennen, versuchen, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Dabei waren sie es in Hälfte 1, die immer wieder mit schnellen Vorstößen versucht haben, die Rapid-Viererkette aus den Angeln zu heben. Und hin und wieder ist es ja auch gelungen. Freistoß, Christian Fuchs. Jürgen Patoka. Und wieder Fuchs. Der setzt nach, wird von Dollinger gestoppt. Matthias Dollinger bei Josef Hickersberger ist über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen. Georg Zellhofer setzt offensichtlich auf den kleinen Kärntner. Einwurf Bernd Kainz. Jürgen Patoka, Thomas Burgstaller war da bei ihm.
Und das ist der erste Eckball für die Burgenländer in Hälfte 2. Erstmals darf sich da beim Können Cem Atan versuchen. Michael Mörz und Helge Peyer. Der neue Rapid-Kapitän hat ja seinem Trainer Georg Zellhofer im Scherz versprochen, die ersten 5 Spiele der Frühjahrssaison spiele ich zu null. Zumindest in den ersten 50 Minuten der Frühjahrssaison ist es ihm gelungen. Topspiel der 23. Runde, morgen aus dem Linzer Stadion, FC Superfahnd gegen Red Bull Salzburg und die erste tolle Möglichkeit in Hälfte 2 für Mario Basiner. Morgen der Ex-Rapidler Andi Ivanschitz, sein Nachfolger bei Rapid zumindest, was das Tragen des Trikots mit der Nummer 8 betrifft, mit der ersten guten Möglichkeit nach dem Seitenwechsel. Aber Thomas Borenitsch hat da rechtzeitig erkannt, dass der Ball, wenn auch nur knapp, am Tor vorbeigeht. Knapp 6 Minuten vorbei. In Spielhälfte 2 nach wie vor keine Tore im Ernst-Happel-Stadion. Selbiges gilt für das Derby in Graz. Aber wir bleiben jetzt dran, denn Muhammed Akakündüz mit der großen Möglichkeit, Rapid in Führung zu bringen. Aber Thomas Borenitsch bewahrt die Mattersburger vor dem Gegentreffer. Muhammed Akakündüz mit der tollen Möglichkeit. Hier kein Abseits, ganz deutlich zu sehen. Keins hebt die Abseitsposition auf und vielleicht wäre es geschickter gewesen von Akakündüz, den Ball abzuspielen auf den mitgelaufenen Matthias Dollinger. So bleibt es beim 0:0 im Ernst-Happel-Stadion. Er hier, Muhammed Akakündüz, bringt Rapid in der 53. Spielminute mit 1:0 in Führung. Dritte gute Möglichkeit nach dem Seitenwechsel für den Meister und jetzt hat es gekracht. Der Wechselpass von Dober hinüber auf die linke Seite. Matthias Dollinger hat alle Zeit der Welt, um zu flanken. Toni Pauschenwein zu weit weg von Muhammed Akakündüz und keine Abwehrmöglichkeit für Thomas Borenitsch im Mattersburger Tor, denn dieser Kopfball passt genau ins Eck. 1:0 für Rapid und Georg Zellhofer freut sich über seinen ersten Treffer als Rapid-Trainer. Er hatte vor wenigen Minuten die tolle Möglichkeit, Rapid in Führung zu schießen. Jetzt hat er per Kopf getroffen, Muhammed Akakündüz. Und jetzt wird es natürlich immens schwierig für die Burgenländer, mit 10 Mann hier noch zumindest einen Punkt zu holen. Muhammed Akakündüz, ist das vielleicht schon die Entscheidung in diesem Spiel? Thomas Borenitsch hat etwas dagegen. Wieder ist er da geschickt aus seinem Tor herausgekommen, der Mattersburger Goalie. Im Herbst hatte er ja immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen. Jetzt ist er topfit und er zeigt heute wirklich eine gute Leistung im Mattersburg-Tor. Thomas Borenitsch. Franz Lederer, kann er noch reagieren? Das ist die Frage. Auf der Bank hätte er noch zum Beispiel René Wagner. Aber Michael Mörz mit dem Vorstoß bleibt hängen. Setzt sich aber jetzt doch durch und dann Helge Peyer. Michael Mörz nun Alleinunterhalter im Angriff der Burgenländer. Ja, Rapid führt also mit 1:0 gegen Mattersburg. Die Austria nach wie vor auswärts am Innsbrucker Tivoli mit 2:0. Und hier gibt es einen Eckball für Rapid nach 62 Minuten durch Mario Basiner. Ratajczyk kann klären.
Die Mattersburger jetzt natürlich in numerischer Unterlegenheit meist in die Defensive gedrängt, aber sie versuchen trotzdem nach wie vor selbst etwas für die Offensive zu tun. Guter Kopfball aus der Gefahrenzone heraus von Bernd Kainz. Cem Atan verliert den Ball und dann das Foul an Markus Katzer. Freistoß für die Grün-Weißen. Rapid, ein neuer Spieler, mit dabei seit wenigen Minuten. Markus Hieden ist gekommen für Andreas Dober. Spielt jetzt rechts in der Viererkette und er ist damit nach Stefan Kulovic und Thomas Burgstaller. Der dritte Rapidler, der heute sein erstes Saisonspiel macht, jeweils nach Kreuzbandrissen. Turm in der Schlacht bei den Mattersburgern nach wie vor Thomas Borenic. Hier haben sie Markus Hieden, der Mann mit der Nummer 18. Auch er feiert heute also sein Comeback. Foul von Stefan Kulowitz an Didi Kübauer. Freistoß für die Mattersburger. Christian Fuchs im Zweikampf mit seinem Kollegen aus dem Unter-21-Nationalteam, Jörg Garic. Burgstaller vor Kübauer. Ratajczyk. Wesentlich weniger Tempo jetzt im Spiel hier im Zappelstadion als vor der Pause. Die Rapidler sind mit 1:0 in Führung gegangen durch Muhammed Akagündüz in Minute 53. Machen kaum etwas für das Spiel, lassen die Mattersburger kommen. Die machen ihr Bestes, sind aber eben um einen Mann weniger. Baby. Thomas Borenic gerade noch vor der Linie, kein Eckball. Nicht viel los derzeit im zweiten Wiener Gemeindebezirk, hoffentlich mehr am Innsbrucker Tivoli. Nach wie vor 1:0 für Rapid gegen Mattersburg und beinahe wäre das 2:0 gefallen. Muhammed Akagündüz und dann Thomas Borenic, heute der Teufelskerl im Tor des SV Mattersburg. Er bewahrte seine Mannschaft jetzt schon ein, zweimal vor einem Gegentreffer. Georg Zellhofer nach wie vor nicht ganz zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Auch wenn die Rapidler jetzt zwangsläufig zu Chancen kommen, weil die Mattersburger immer wieder aufrücken müssen. Und sie sind ja nach dem Ausschluss von Adnan Mrawatz um einen Mann weniger, die Burgenländer. Markus Katzer über links geht es immer wieder bei den Rapidlern. Matthias Dollinger, der macht eine gute Partie. Hatte zuvor auch die Chance von Akagündüz vorbereitet. Foul an Cem Atan von Radek Bebel. Also es sieht ganz danach aus, als könnte Rapid hier im Happelstadion eine Negativserie beenden. Für die Rapidler gab es ja hier im größten österreichischen Fußballstadion zuletzt 5 Niederlagen in Serie. Zweimal gab es Niederlagen im Derby gegen die Austria, gegen Ende der vergangenen Saison. Und dann gab es die 3 schmerzhaften Niederlagen in den Champions League Heimspielen im Herbst. Basina wieder einmal hart attackiert von Toni Pauschenwein.
attackiert von Kulowitz. Mario Basener, jetzt hat er einmal Platz auf der rechten Seite. Karic kommt zu Hilfe. Wieder Basener. Und Mohamed Akagündüz, nächste tolle Möglichkeit. Der Präsident kann es nicht glauben. Seine Mannschaft vergibt einige hochkarätige Chancen in dieser zweiten Spielhälfte. Bereits die dritte gute Möglichkeit für Mohamed Akagündüz. Von Pauschenwein an Akagündüz. Konrad Plautz hat sein Pfeifferl verloren. Er belässt es nicht bei einer Ermahnung, sondern zeigt Toni Pauschenwein die gelbe Karte und wir schon weiter nach Innsbruck. Wo es eine Premiere gibt, die erste gelbe Karte für Mario Basiner im Rapid-Dress nach diesem Foul an Bernd Kainz. Nach knapp 82 Minuten nach wie vor die Rapidler mit vielen guten Möglichkeiten. Nächste tolle Chance für Mohamed Akagündüz. Aber wieder der Mattersburg-Goalie heraußen. Thomas Borenic macht das wieder geschickt und bewahrt erneut seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer. Und somit sind 10 Mattersburger immer noch im Spiel gegen 11 Rapidler. Und nach wie vor ist die Chance auf einen Punkt da. Und natürlich jetzt viel Platz immer wieder für den Meister. In Konter. Didi Kübauer und Georg Zellhofer immer wieder an der Seitenautlinie. Lautstark versucht er, seinen Spielern zu helfen. So, hoffentlich kann Georg Zellhofer nach dem Spiel noch Interviews geben. Der hat fast 90 Minuten. In 8 Minuten wird es soweit sein, durchgebrüllt an diesem Nachmittag. Marek Kinzel macht sich bereit, kommt zu einem Kurzeinsatz und absolviert heute also doch noch sein 50. Bundesligaspiel. Kuskatzer im Zusammenspiel mit Mohamed Akagündüz und Thomas Borenic erneut rechtzeitig heraus aus seinem Kasten. Noch 7 Minuten im Happelstadion, nach wie vor 1:0 für Rapid gegen Mattersburg. Hier könnte sich Georg Zellhofer bald freuen, aber noch muss er 4 Minuten überstehen mit seiner Mannschaft. 1:0 steht es nach wie vor durch das erste Kopfballtor von Mohamed Akagündüz im Rapid-Dress. Das gab es in Minute 53 und in Hälfte 2 ist Rapid gegen 10 Mattersburger. Ganz klar die bessere Mannschaft, 6:1 Torschüsse. Nach dem Seitenwechsel sprechen Bände. Aber es steht eben nach wie vor nur 1:0. Die Rapidler haben viele Chancen vergeben und jetzt Radek Babel mit der Chance, das Spiel zu entscheiden. Aber erneut Thomas Borenic. Der Mattersburger Schlussmann heute mit einer wirklich exzellenten Vorstellung. Ein ums andere Mal hat er da sensationell reagiert, so wie auch hier bei diesem Schuss aus kurzer Distanz von Radek Babel. Noch einmal Eckball Rapid. Matthias Dollinger. Aus der Distanz Mario Basiner und jetzt ist der Ball drin und jetzt ist das Spiel entschieden und jetzt darf Georg Zellhofer wirklich jubeln. Mario Basiner, erstes Spiel für Rapid, erstes Tor. Er hatte allerdings auch schon eine gelbe Karte kassiert, Mario Basiner, und jetzt sollte er vielleicht bei diesem Jubel sein Trikot nicht ausziehen und auch schleunigst wieder aufs Spielfeld zurückkehren, wo ihn Schiedsrichter Konrad Plautz jetzt vielleicht
mit einer gelben Karte begrüßt. So ist es. Zweimal gelb bedeutet gelb-rot für Mario Basina und damit fehlt er nächste Woche ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, gegen den GAK. Da war die Freude groß bei Basina und auch bei Zellhofer und jetzt schauen sie beide nicht gerade freundlich aus der Wäsche. Noch einmal das Tor. Matthias Dollinger mit dem Eckball. Dann der Kopfball von Marek Ginzel. Basina zieht ab. Der Ball wird abgefälscht. Unhaltbar für Thomas Borenitsch. Genau passt der Ball da ins Eck. Aber das war die letzte Aktion in diesem Spiel des kroatischen Nationalspielers. Da war alles drin für Mario Basina in seinem ersten Spiel in Grün-Weiß. Zunächst die gelbe Karte kassiert, dann das entscheidende 2:0 gemacht und dann gelb-rot. Und die Pfiffe der Rapid-Fans gelten natürlich ihm hier. Konrad Plautz, aber streng nach den Regeln hat er entschieden, der FIFA-Schiedsrichter aus Tirol. Und somit geht es in Ordnung. Noch eine knappe Minute im Happelstadion. Das Spiel jetzt natürlich entschieden. 11 Rapidler führen gegen 10 Mattersburger mit 2:0. Mittlerweile im Spiel bei Rapid. Hier war ja kurz am Ball Sebastian Martinez, genauso wie Marek Ginzel. Bei den Mattersburgern ist in der Schlussphase noch René Wagner gekommen für den angeschlagenen Debütanten Cem Atan. Die letzten Sekunden dieses Spiels, das war's. Rapid gewinnt gegen Mattersburg mit 2:0, aber das Spiel endet mit 10 gegen 10. Ein Pyrrhus-Sieg für Georg Zellhofer und seine Grün-Weißen. Auf jeden Fall einmal drei wichtige Punkte für Rapid. Muhammed Akagündüz und Mario Basina fixieren den 2:0-Erfolg des Meisters gegen den Tabellenvorletzten, der hier wacker gekämpft hat, der hier sehr viel für dieses Spiel getan hat, vor allem in Hälfte 1, als die Burgenländer noch zu 11 waren. Das Resümee dieses Spieltags an diesem Samstag: die Austria gewinnt, Rapid gewinnt. Georg Zellhofer darf sich über seine ersten drei Punkte als Rapid-Trainer freuen. Und im Grazer Derby gab es eine Nullnummer, die durchaus sehenswert war. Alles Weitere zu diesem Spieltag jetzt im Premiere-Fußballstudio. Die Erleichterung war ihm anzusehen, Georg Zellhofer, als in der 53. Minute Mohamed Akagündüz zum 1:0 trifft und damit den Weg zum Sieg ebnet für Rapid. Die Premiere von Georg Zellhofer als Rapid-Coach ist also gelungen. Heribert Weber, Sie haben das natürlich auch mitgemacht als Trainer, solche Premieren. Da ist ja die Unsicherheit wahrscheinlich noch größer vor so einem Spiel. Hat man alles richtig gemacht? Hat man die Leute richtig eingeschätzt? Hat man die richtige Taktik gewählt? Man kennt die Mannschaft auch noch nicht so gut, weiß sie nicht so einzuschätzen. Können Sie ein bisschen beschreiben, was da vorgehen muss heute im Georg Zellhofer? Ich kann das schon beschreiben. Ich habe das selber alles miterlebt, des Öfteren. Neue Fans, neue Mannschaft, erstes Spiel in der neuen Saison. Und da will man einfach, wenn man ehrgeizig ist, was Besonderes leisten. Und erste Halbzeit hat es die Mannschaft nicht besonders leicht gemacht. Das war wirklich eine schwere Geburt. Rapid ist erst dann zweite Halbzeit ins Spiel gekommen, als sie mit einem Mann mehr gespielt haben. Dann haben sie noch dazu viele Chancen vergeben und die Nervosität ist dadurch noch gestiegen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, zweite Halbzeit war der Sieg dann gesichert und der Georg Zellhofer mehr beruhigt als in der ersten Halbzeit. Wir werden natürlich Interviews auch zu diesem Spiel einholen, wollen aber jetzt zuallererst einen Blick auf die Ergebnisse von heute werfen. Und da sehen wir das 0:0, das nicht nur Erich Auer gelobt hat, das auch uns gar nicht so schlecht gefallen hat. Eines der besten 0:0, die wir seit langem gesehen haben, im 125. großen Grazer Derby zwischen Sturm und dem GAK. Ja, die Wiener Fußballfans, die dürfen heute uneingeschränkt feiern, denn die Austria gewinnt in Tirol bei Wacker mit 2:0, ebenso wie Rapid beim
gegen SV Mattersburg im Happelstadion. In der Tabelle legt die Austria den Salzburgern also zumindest bis morgen einiges vor, führt jetzt 3 Punkte vor Red Bull Salzburg, Rapid 6 Punkte zurück, der GAK hat ein wenig an Boden verloren, ist aber weiterhin an 4. Stelle, zumindest bis morgen, bis der FC Superfund gegen die Salzburger spielt. Am Tabellenende nichts Neues, Admira 10 Punkte hinter Mattersburg. Abi, 2 Tore fielen heute im Ernst-Happel-Stadion. Rapid hat gegen Mattersburg das erste Spiel unter Georg Zellhofer gewonnen mit 2:0 und damit den ersten Sieg gegen die Mattersburger in dieser Saison gefeiert. Das war Josef Fickersberger nicht gelungen. Wir schauen uns ein paar Aktionen des neuen großen Stars im Rapid-Dress an. Mario Basiner, kurz vor der Pause dieser Freistoß. Wie hat er Ihnen heute gefallen? Ja, vorhin erst, hat man gesehen, dass er ein bisschen Abstimmungsprobleme mit den Mitspielern hat. Da ist schon der Kopfball. Sieht man, dass er nicht ein besonderes Kopfballungeheuer ist. Er hat ihn zwar relativ gut gesetzt, aber mit zu wenig Druck. Und okay, das war eine große Chance, gleich am Anfang der zweiten Halbzeit. Also, das sind Wolleschüsse, die schießt er einmal blind ins Tor, muss man ganz ehrlich sagen. Er war vielleicht auch ein bisschen nervös. Erstes Spiel, neue Mannschaft. Also, von der Qualität her wissen wir, was er kann und das hat man dann beim 2:0 gesehen. Er hat erst am Schluss für viel Aufregung gesorgt. Zunächst hat aber ein anderer diese zweite Spielhälfte bestimmt und das war Mohamed Akar-Gündüz. Der hat jede Menge Chancen nämlich vorgefunden, nur eine davon genützt, diese nicht. In der 51. Minute scheitert er an Borenic. In dieser Situation wäre es vielleicht besser gewesen, den Ball auf Dollinger zu spielen. Der hätte ihn ins leere Tor schießen können. Und so hat der Borenic wie immer fast in der zweiten Halbzeit wieder hervorragend reagiert und den Ball abgewehrt. Ein Wort zum burgenländischen Schlussmann. Der hat sensationell gehalten heute. Mhm. Unglaublich. Er hat zwar sehr viel zu tun gekriegt, er hat sich oft auszeichnen können. Da sagt man halt, dass er damals sich dann immer auszeichnen kann, wenn er zu vielen Chancen kommt, Bälle abzuwehren. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, eine hervorragende Leistung. Mhm. Nur einmal hat er sich von Mohamed Akar-Gündüz geschlagen geben müssen. Und das war in der 53. Minute. Auch ein wunderschöner Treffer. Über Dober kommt der Ball zu Dollinger. Und dessen Flanke verwertet Akar-Gündüz äußerst spektakulär. War das gewollt? Also ob es so genau gewollt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es ein wunderschönes Tor. Der Dollinger, der mir wirklich zweite Halbzeit sehr gut gefallen hat, sehr lebendig war, schaut auf, sehr schöne Flanke. Der Bauschenwein vergisst den kleinen Akar-Gündüz und der erzielte ein wunderschönes Kopftor. Der Mann, der Georg Zellhofer so viel abgenommen hat in diesen Sekunden, so viel an sehr beschwerlichen Momenten, die er zuvor erlebt hat. Mohamed Akar-Gündüz jetzt im Interview bei Christian Bayer. Mohamed Akar-Gündüz, Gratulation zum Sieg. Rapid war in der zweiten Halbzeit klar besser, aber trotzdem war es bis zum Schluss eine Zitterpartie. Warum war es so schwer und warum hat man es nicht früher klar gemacht? Naja, Mattersburg hat eigentlich sehr gut mitgespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit, glaube ich, waren sie die bessere Mannschaft. Wir haben zwar sehr viele Chancen gehabt, aber bis zum Schluss keiner der Chancen verwertet und deswegen ist es auch bis zum Schluss spannend geblieben. Zum Schluss heißt es 2:0 für Rapid neu. Wie beurteilen Sie die neu formierte Rapid 11? Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber der Sieg war sicher sehr, sehr wichtig für Selbstvertrauen und deswegen können wir jetzt sicher mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Dankeschön. Mohamed Akar-Gündüz, der Torschütze zum 1:0. Der hätte allerdings heute noch ein anderes Tor schießen können. Das eine oder andere kann man ruhig sagen. Eine Riesenchance haben wir schon gesehen von ihm, aber es kamen noch weitere. Zum Beispiel diese hier. Wieder über Dollinger und wieder gescheitert am ausgezeichneten Borenic. Ja, es sind fast tolle Chancen über links vorbereitet worden. Eine super Leistung von Dollinger, hat den Raum auf der linken Seite genützt und der Acker hätte heute berühmt werden können, so viele Chancen. Da ist schon die Kopfballchance, da hat er nicht so gut getroffen wie beim 1:0, ist ihm ein bisschen abgerutscht vom Kopf und geht daneben der Ball, da hätte er schon alles entscheiden können. Sie haben schon vor dem Spiel gesagt, es ist natürlich jetzt der Ausfall von Hofmann und Ivanschitz auch die Chance für einen Dollinger zum Beispiel. Glauben Sie, dass bei dem auch mental da sich einiges löst durch den Umstand, dass da zwei solche Führungsspieler weg sind? Ja, ich habe mich gewundert, dass er zum Schluss beim GAK nicht mehr zum Spielen gekommen ist und bei Rapid am Anfang war logisch, dass er nicht spielt. Da war der Ivanschitz vor ihm, aber ich glaube, dass das ein ganz guter Spieler ist und wenn er wieder Selbstvertrauen hat, man darf nicht vergessen, der hat die längere Zeit
heute jetzt nicht gespielt. Von woher soll das Selbstbewusstsein haben, dass er gleich gut spielt? Aber heute die zweite Halbzeit wird ihm einigen Auftrieb geben. Er war sicher einer der Besseren bei Rapid. Der Beste, wir haben schon gesagt, bei Mattersburg war sicherlich der Torhüter. Und der steht jetzt bereit beim Interview bei Christian Baier. Ja, so ist es. Er war ohne Zweifel der Beste. Thomas Borenić genutzt hat es nichts, war heute nicht mehr drin. Ja, ich sage mal, wir haben bis zum Ausschluss sehr gut mitgespielt. Der Ausschluss war fraglich, muss ich mal sagen. Ich habe es noch nicht gesehen im Fernsehen, aber ja, es war mehr Trickwein, sage ich mal. Woran hat es dann noch gelegen? Ja, ich sage mal so, wir haben auswärts gespielt, in Twein-Hapel-Stadion, aber ja, mit einem oder weniger ist es immer schwierig. Nachher noch über gestern 1-0 in den Rückstand und nachher, ja. Also der Ausschluss für Sie ganz klar der Knackpunkt? Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, es war die fünfte Niederlage bereits in Serie für die Mattersburger. Ist das für Sie der Hoffnungsschimmer der Admira, die Burgenländer? Aber eigentlich heute nicht so schlecht gespielt. Ja, wenn sie so spielen wie heute, also dann werden sie noch genug Punkte machen. Nur so eine blöden Ausschlüsse dürfen sie sich nicht oft leisten. Ne? Das passiert bei den Mattersburgern öfters, dass sie dann eben so Unkonzentriertheiten haben in der Defensive und dann passieren so eine roten Karten. Und dass sie dann heute halt mit einem Mann weniger, mit so einer guten Mannschaft wie Rapid nicht mithalten können, das hat man heute gesehen. Aber erste Halbzeit haben sie wirklich eine sehr gute Leistung geboten und da hat Rapid nicht gut ausgeschaut. Mhm. Zu Mario Basiner zurück. Er hatte mehrere Chancen, die hat er vergeben. Er hat sich eine gelbe Karte eingehandelt. So war es bis zur 92. Minute. Dann diese Aktion. Pauschenwein fälscht den Schuss von Basiner ab und der ist im Netz. 2:0, sein erstes Tor für Rapid im ersten Spiel. Ja, Gratulation an ihn. War sehr schwer zu nehmen, der Ball. Wird da von Kinzel aufgeköpfelt und er nimmt ihn gleich direkt. Also der kann irgendwo hingehen. Er hat ihn super getroffen, ist noch ein bisschen abgefischt worden, genau ins Eck. Und erstes Tor im ersten Spiel und was dann kommt, ist zwar regelkonform. Der Schiedsrichter Plautz muss so handeln, weil die Regel das so auslegen. Nur ich frage alle Zuseher, ob irgendwer diese Regel versteht. Erstes Spiel beim neuen Club, erstes Tor, dann jubelt man ein bisschen, zieht vielleicht das Leibl ein bisschen hoch und dann kriegt man die gelbe Karten und das bedeutet gelb-rot und das spielt im nächsten Spiel nicht. Sie haben natürlich vollkommen recht, eine mehr als diskussionswürdige Regel, aber prinzipiell muss der Mario Basiner sie ja natürlich auch kennen. Ja, aber da sind so viele Emotionen dabei, also da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen auf den Spieler. Ich bin der Meinung, dass die Regel geändert gehört und dass ein Spieler noch so ein Tor jubeln darf. Mhm. Werden sich sicher viele dieser Meinung anschließen. Jetzt wollen wir ihn aber natürlich auch zu Wort kommen lassen. Mario Basiner, der alles richtig gemacht hat bei diesem Treffer, bis zu diesen Sekunden, wo er das Spielfeld verlassen hat. Mario Basiner, ein Sieg, ein Tor, eine gelb-rote Karte. Wie beurteilen Sie Ihren ersten Auftritt im Rapid-Dress? Ja, ich habe schon gesagt, das erste Spiel ist immer schwer. Alle sind nervös. Vorbereitung hat ganz lange Zeit gedauert. Aber das war ein wirklich schwere Meisterschaftsspiel. Wir haben durch unseren Kampf bis zum 3 Punkte gekommen. Leider, ich habe am Ende wirklich ein Tor geschossen. Das war ein super, war mein Traum. Aber ich habe vergessen auf diese erste gelbe Karte und dann wirklich dumme zweite gelbe Karte gekriegt und jetzt nächstes Spiel bin ich gesperrt. Das wegen der Karte bin ich enttäuscht. Also keine Absicht dahinter, dass Sie sich so die Grazfahrt ersparen wollten, sondern einfach vergessen? Nein, das war einfach vergessen. Ich wollte normal im ersten Spiel meine Beste geben zu diesen Leuten. Was habe mich wirklich große Vertrauen gegeben, zu diesen Fans auch. Das bedanke ich und dieses Tor in 90. Minute war wirklich so glücklich für mich und ich habe auf diese erste Karte vergessen und leider so etwas passiert. Noch 2 Sätze kurz zu Ihrer Leistung, wie sehen Sie es? Ja, ich glaube, dass heute war spielerisch nicht so gut, was ich kann, aber ich bin sehr zufrieden, weil wir haben erste 3 Punkte gemacht, am Ende ich habe auch Tor geschossen, aber das geht viel, viel besser von meiner Seite, sicher auch von unserer Mannschaft. Wir haben ein bisschen nervös, ganzes Spiel, aber ich habe gesagt, für das erste Spiel ich das ganz klar und ganz normal. Immer ist wichtig, nur 3 Punkte, wir haben das gemacht und jetzt geht es sicher leichter. Dankeschön. Ja, aber wir haben auch gesagt, er wollte einfach zu den Fans. Man sucht natürlich auch als neuer Spieler vor allem die Zuneigung der Fans. Hat wahrscheinlich gar nicht nachgedacht in diesem Moment. Das hat man jetzt wieder gesehen im Interview. Das ist ein total sympathischer Spieler und hat wirklich wahrscheinlich die erste gelbe Karte vergessen. Man muss wirklich nachdenken über diese Regel. Ein Stein fällt ihm vom Herzen, den Georg Zellhofer.
das erste Spiel als Rapid-Coach und er hat es 2:0 gewonnen gegen Mattersburg. Und natürlich, jetzt ganz zum Schluss, wollen wir auch ihn noch im Interview hören. Christian Beyer ist noch einmal dran. Die ersten 90 Rapid-Minuten sind um. Gratulation zum Sieg, Georg Zellhofer. Nachdem Sie aber 88 Minuten lang am Spielfeldrand geschrien haben, darf man annehmen, dass Sie nicht mit allem zufrieden waren. Nein, mit Sicherheit nicht. Wichtig sind heute die 3 Punkte. Es war das wirklich erwartet schwere Spiel. Ich glaube, das erste Spiel hier im Stadion zu gewinnen, ist für das Selbstvertrauen ganz gut. Aber man muss wirklich objektiv sein. Und Mattersburg war vor allem in der ersten Halbzeit da laufstärker und aggressiver. Wir haben hier vor allem spielerisch nicht überzeugen können und hätten auch mit dieser Chance von Pater können Rückstand kommen können. Zweite Halbzeit war es dann vielleicht auch aufgrund der roten Karte, wo wir dann Überzahl hatten, wo wir auch besser spielten, hatten wir eine Vielzahl von Torchancen von AK Königs und hätten früher den Sack zumachen müssen. Jetzt bleiben wir mal beim Positiven. Was hat Sie positiv überrascht? Worauf wollen Sie aufbauen, was Sie vielleicht gar nicht damit gerechnet hätten, dass es so früh gut funktioniert? Na, mache ich mir jetzt momentan keine Gedanken drüber. Es ist wichtig, dass wir die 3 Punkte heute mitgenommen haben. Schade ist es für Mario Basiner, dass er seine Leistung beim zweiten Tor dann bestraft wird. Für mich ist das unverständlich, muss ich sagen. Wir wollen Fans im Stadion haben, wir wollen mit ihnen feiern. Das sind Emotionen und auch wenn der Schiedsrichter einen Minus-Eintrag vielleicht in Kauf nehmen müsste in seinem Bericht, da würde ich mich darüber freuen, wenn hier mal ein Schiedsrichter drüber schauen würde. Bleiben wir bei Mario Basiner. Wie beurteilen Sie seine Leistung heute? Phasenweise hat er noch nicht in das Spiel gefunden, wie wir uns das vorstellen. Er kann uns noch bei weitem mehr helfen. Es war immer schwierig für ihn, weil er zu wenig Unterstützung hatte aus dem Mittelfeld, auf seine Ideen einzugehen. Einige Mal hat er wirklich seine Klasse aufblühen lassen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit ihm. Das heißt, was werden Sie? Sie müssen auf ihn verzichten fürs nächste Match ändern? Ja, wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns vorzubereiten auf den GRK. Dann kommt das Derby. Wir haben 3 Punkte. Jetzt werden wir uns eine Woche in Ruhe vorbereiten. Es gibt sicherlich noch einige andere Spieler. Auch Martinez kann diese Rolle spielen. Also wir können das mit Sicherheit ersetzen. Ergebnisse auf einen Blick noch einmal für Sie am heutigen Tag. Das 0:0 zwischen Sturm und dem GRK. Der 2:0-Sieg der Austria bei Wacker Tirol. Und der 2:0-Erfolg von Rapid gegen Mattersburg. Abgesagt Admira Ried. Und morgen Superfund Pasching gegen Red Bull Salzburg. Unser Schlager, unser Topspiel morgen. Die Austria also 3 Punkte vor Salzburg, 6 Punkte vor Rapid. Der GRK auf Platz 4 und der FC Superfund, der könnte morgen mit einem Sieg gegen die Salzburger einen Platz gut machen und dafür sorgen, dass das Spitzenquintett wieder etwas näher zusammenrückt. Die Admira weiterhin 10 Punkte hinter Mattersburg. Die hat Für Rapid bricht definitiv ein neues Zeitalter an. Pepe Hickersberger, Andi Ivanschitz und natürlich auch Steffen Hofmann sind Vergangenheit. Die Gegenwart und die Zukunft heißt natürlich Georg Zellhofer. Er tritt wirklich ein schweres Erbe an und aufgrund der vielen personellen Veränderungen hat man sich die Ziele ähnlich niedriger gesteckt bei den Hütteldorfern. Wenn man unter die ersten 3 oder wenn man auf Platz 3 kommt, ist man beinahe schon zufrieden. Dass das klappt, dafür soll vor allem auch Mario Basiner sorgen. Auf alle Fälle wollte man heute ein kräftiges Lebenszeichen setzen im Spiel gegen den SV Mattersburg. Die Vorzeichen waren auch gar nicht so schlecht, denn man hat gehofft, dass die neu formierte Viererkette in Burgenland noch nicht ganz sattelfest ist. Thomas Drugischitz, bitte. Ja, Mattersburg-Trainer Franz Lederer hat also die Winterpause genützt, um das System seiner Mannschaft zu ändern. Ab sofort agieren die Burgenländer mit einer Viererkette. Das ist der Debütant des Abends, Cem Atan, 20 Jahre alt, wechselte vom Regionalliga-Mitte-Tabellenführer Hartberg nach Mattersburg. Er beginnt überraschend rechts im Mittelfeld. Und das ist der neue Rapid-Kapitän Helge Peyer. Er spielt heute trotz Verkühlung. Georg Zellhofer. Sein erstes Spiel als Rapid-Trainer nicht im Hanapi-Stadion, sondern im großen Ernst-Happel-Stadion. Und er muss in seinem ersten Spiel als Rapid-Trainer auf Vlachovic und Linker verzichten. Und er setzt Marek Kinzel zu Beginn nur auf die Bank. Einzige Spitze beim Meister ist Mohamed Akagündüz. Dahinter Mario Basiner, der Schiedsrichter des Abends, Konrad Plautz. Von ihm wird heute noch die Rede sein.
Die Burgenländer zu Beginn wesentlich aggressiver. Viel Tempo in der Anfangsphase. Die einzige Sturmspitze Thomas Wagner und dann das Foul von Markus Kanzer an Cem Atan. Die Mattersburger ohne den erkrankten Enrico Kulovic, ohne den verletzten Ilcho Namoski. Der erste Freistoß durch den Kapitän Didi Kübauer. Und Jürgen Patoka, aber natürlich keine Probleme. Dieser Ball für den neuen Kapitän, für Helge Peier. Und der schießt dann gleich weit aus und leitet so den ersten gefährlichen Rapid-Angriff ein. Muhammed Akagündis im Laufduell mit Gerd Bernd Kainz. Und dann fallen beide im Strafraum. Die Entscheidung von Schiedsrichter Plautz, Foul von Akagündis an Kainz. Wir schauen noch einmal ganz genau hin. Peier mit diesem weiten Ausschuss. Dann verfehlt Mravats und dann das Duell Kainz gegen Akagündis. Zuerst der Griff von Kainz an Akagündis, aber dann das Foul des Rapid-Stürmers. Dann wieder Konrad Plautz im Mittelpunkt. Da deutet er auf den Ring, sagt, ich habe es ihm dreimal gesagt, Radek Babel, der routinierte Tscheche, hat vergessen, seinen Ehering abzunehmen. Und dafür gibt es laut Regelbuch die gelbe Karte. Dann der erste Eckball der Burgenländer, Mörz auf Kübauer und der erste gefährliche Schuss auf das Rapid-Tor, abgegeben von Didi Kübauer. Viel Tempo zu Beginn in diesem abwechslungsreichen Spiel und die Mattersburger gefährlicher. Dann erstmals die Rapidler, die versuchen ihre Angriffe ruhig aufzubauen. Über Markus Katzer auf der linken Seite, dann Matthias Dollinger. Wieder Katzer und das Spiel unterbrochen. Dieser Treffer von Akagündis zählt nicht. War es tatsächlich abseits? Wir schauen gleich ganz genau hin. Da kommt der Pass und dann Markus Katzer wohl um Millimeter im Abseits. Auf alle Fälle beim zweiten Pass dann keine Abseitsstellung von Akagündis. Knapp, aber wohl doch richtig, die Entscheidung des Schiedsrichter-Trios. Nach wie vor die Mattersburger im Vorwärtsgang. Krzysztof Ratajczyk spielt links in der Viererkette und der wird dann gestoppt von Andreas Dober. Schiedsrichter Plautz zückt wieder gelb für den Jungnationalspieler. Und das bedeutet, Dober fehlt am kommenden Samstag in Graz beim DRK. War nämlich seine fünfte gelbe Karte in dieser Saison. Der Freistoß durch Christian Fuchs. Und mit vorne natürlich Jürgen Patoka, der kommt da völlig frei am gegnerischen Fünfer zum Kopfball. Das gefällt Georg Zellhofer gar nicht. Nächste gute Aktion der Mattersburger. Dann Eckball auf der anderen Seite. Matthias Dollinger, Thomas Burgstaller und dann Akagündis und Bebel. Erstmals Thomas Borenitsch in Aktion. Muhammed Akagündis, immer wieder Unruheherd heute für die Mattersburger Verteidigung. Die Burgenländer gehen aggressiver in die Zweikämpfe. Aber dann dieser überraschende Pass von Andreas Dober auf Muhammed Akagündis, Laufduell mit Adnan Mravats und dann fällt der Rapidstürmer. Und was macht Schiedsrichter Konrad Plautz? Rote Karte für Adnan Mravats wegen Torraubs. Die Mattersburger können es nicht glauben. Die Entscheidung in Minute 43, rot für Mravats und Freistoß für Rapid. Noch einmal. Hartes Duell, Akagündis gegen Mravats. Ähnliche Situation wie vorhin im Duell mit Kainz. Und hier sieht man, Mravats hält die Akagündis kurz zurück am linken Arm. Das nützt der Rapid-Stürmer aus, fällt und es gibt Freistoß für den Meister. Mario Basina, der Fußballer des Jahres 2005, sein erster Freistoß für Rapid. Knapp drüber. Dann Matthias Dollinger, der für viel Druck sorgt über die linke Seite. Auf seinen ehemaligen GRK-Mitspieler Mario Basina. Nächste gute Aktion
der neue Werber. Kopfball von Basiner, da kommt er genau zwischen den beiden Mattersburg-Verteidigern Patoka und Ratajczyk zum Kopfball. Didi Kübauer und Franz Lederer in Diskussionen mit Schiedsrichter Konrad Plautz. Nach wie vor Diskussionspunkt, die rote Karte für Adnan Mrawatz. Die Mattersburger also in Hälfte 2 in numerischer Unterlegenheit, 10 gegen 11 und Rapid im Vorwärtsgang. Garic und Basiner. Dritte gute Aktion von Mario Basiner. Rapid wird immer gefährlicher. Und die Chancen für die Grün-Weißen häufen sich. Jörg Zellerhofer treibt seine Mannschaft immer wieder an der Outlinie an. Wieder über rechts, Garic auf Muhammed Akagündüz. Akagündüz auf dem Weg zum 1:0, nein. Hätte wohl besser abgespielt auf Matthias Dollinger, der da mitgelaufen ist. Aber er scheitert im 1:1-Duell am Mattersburg-Goli Thomas Borenic, der hier geschickt rauskommt. Radek Bebel gemeinsam mit Stefan Kulowitz bei Rapid im zentralen Mittelfeld. Neben Kulowitz kommt auch Burgstaller heute zu seinem allerersten Saisoneinsatz. Guter Wechselpass hinüber auf die linke Seite. Matthias Dollinger, perfekte Flanke und da ist der Ball im Tor. 53. Spielminute, 1:0 für Rapid. Muhammed Akagündüz ist der Torschütze. Der geschickte Wechselpass von Kulowitz. Dollinger mit viel Platz. Keins kommt zu spät, die perfekt getimte Flanke und Akagündüz trifft genau ins Kreuzeck. 1:0 für Rapid. Aufgrund der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte nicht unverdient die Führung für die Mannschaft von Georg Zellhofer. Aber die Mattersburger geben auch zu zehnt nicht auf. Versuchen immer wieder auch nach vorne zu spielen. Kübauer auf Atan und dann Christian Fuchs. Rauscht da am Ball vorbei. Die Mattersburger nicht ungefährlich in dieser Phase des Spiels im Konter. Und Rapid immer wieder über links, über Dollinger, über Basiner und wieder Dollinger. Starker Auftritt des Kärntners. Akagündüz und Borenic, wieder das Duell. Akagündüz gegen Borenic, so etwas wie das Duell des Abends heute im Ernst-Happel-Stadion. Immer wieder bei gefährlichen Aktionen dabei. Matthias Dollinger, der unter Josef Hickersberger ja kaum zum Einsatz gekommen ist. Tolle Parade von Borenic. Rapid könnte längst höher als 1:0 führen. Mario Basiner im Zusammenspiel mit Georg Garic. Bekommt er den Ball zurück. Gute Flanke von Basiner und da ist wieder Akagündüz. Rapid-Präsident Rudolf Edlinger kann es nicht glauben. Seine Mannschaft vergibt eine hochkarätige Möglichkeit nach der anderen. Kulowitz, herrlicher Pass auf Akagündüz und der scheitert wieder an Thomas Borenic. Glänzend disponiert der Schlussmann der Burgenländer. Die Mattersburger jetzt meist nur noch in der Defensive und immer wieder Dollinger über links. Radek Bebel und wieder Thomas Borenic. Unglaublich, was der heute hält. Sensationelle Leistung des Mattersburger Goalies. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Eckball Matthias Dollinger, der eingewechselte Marek Kinstl und dann Mario Basiner abgefälscht und der Ball ist drin und das ist die Entscheidung. 2:0 für Rapid. Der Sieg ist Georg Zellhofer sicher und Mario Basiner macht bei seiner Premiere im Rapid-Dress auch seinen ersten Treffer für die Grün-Weißen. Aber er hatte kurz zuvor die gelbe Karte kassiert. Und Sie wissen, was jetzt kommt. Schiedsrichter Plautz erwartet ihn schon. Gelb-Rot. Mario Basiner muss vorzeitig, wenn auch nur eine Minute vor dem Ende, raus. Und das bedeutet, er fehlt ausgerechnet am kommenden Samstag in Graz gegen seinen Ex-Club
GAK. Mario Basiner ausgeschlossen mit Gelb-Rot wegen übertriebenen Torjubels. Das darf man nicht, hat sich das Trikot runtergerissen und vor den Rapid-Fans gefeiert. Das tun sie dann auch nachher. Die Rapidler, sie feiern den 2:0-Sieg gegen den SV Mattersburg. Georg Zellhofer und sein Präsident zufrieden. Die ersten 90 Rapid-Minuten sind um. Gratulation zum Sieg, Georg Zellhofer. Nachdem Sie aber 88 Minuten lang am Spielfeldrand geschrien haben, darf man annehmen, dass Sie nicht mit allem zufrieden waren. Mit Sicherheit nicht. Wichtig sind heute die 3 Punkte. Es war das wirklich erwartet schwere Spiel. Ich glaube, das erste Spiel hier im Stadion zu gewinnen, ist für das Selbstvertrauen ganz gut. Aber man muss wirklich objektiv sein. Und Mattersburg war vor allem in der ersten Halbzeit da laufstärker und aggressiver. Wir haben hier vor allem spielerisch nicht überzeugen können und hätten auch mit dieser Chance von Pater können Rückstand kommen können. Zweite Halbzeit war es dann vielleicht auch aufgrund der roten Karte, wo wir dann Überzahl hatten, wo wir auch besser spielten, hatten wir eine Vielzahl von Torchancen von AK Künnis und hätten früher den Sack zumachen müssen. Der war ohne Zweifel der Beste. Thomas Borenitsch, genutzt hat es nichts, war heute nicht mehr drin. Ja, ich sage mal, wir haben bis zum Ausschluss sehr gut mitgespielt. Der Ausschluss war fraglich, muss ich mal sagen. Ich habe es noch nicht gesehen im Fernsehen, aber ja, es war mehr Trick, wenn ich sage einmal. Und die Fans feiern natürlich den Auftaktsieg von Rapid Wien und wir können ihn jetzt begrüßen, den Spieler des Jahres, Mario Basiner, bei uns. Wie schaut's aus? Wollten Sie sich die Reise nach Graz gegen GAK ersparen mit der Aktion? Nein, das war einfach ein Zufall, weil ich bin in dieses Spiel mit sehr viel Emotion gekommen. Einfach dieses Vertrauen, was habe ich von diesen Leuten, von Fans gekriegt, das zurückgebe ich. Und das war einfach ein Blackout von mir. Jetzt müssen Sie leider zuschauen im Spiel gegen den GAK. Aber der Ausschluss von Maravac, den wollen wir uns nochmal anschauen. Der war wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit spielentscheidend in der 43. Spielminute. AK Gündis ist bekannt dafür, dass er leicht fällt, Mario, oder? Ja, was ich sehe da, ich glaube, das war korrekte Entscheidung. AK war vor diesem Spieler und das war Kontakt. Jetzt ist nur auf Schiedsrichter, was er kann entscheiden. Ich glaube, das er war der letzte Spieler ja, wenn es in Foul diesem gibt, Moment. Wenn es Foul gibt, ist die rote Karte. Genau. Aber für mich ist der AK Gündis extrem leicht gefallen. Also ich hätte eher das Foul nicht gegeben. Verstehe. Wir wollen uns natürlich auch das 2:0 von Mario Basiner anschauen. Wie war es für Sie eigentlich vor dem Spiel heute besonders nervös, anders als ein anderes Meisterschaftsspiel? Ja, genau. Ich glaube, dass dieses Spiel war für alle Spieler ein normales Meisterschaftsspiel. Nur war für mich besonders, weil war erstes Spiel in Rapid-Trikot und normal, dass das ich wollte heute meine Beste zu geben und das war einfach so. Und nach diesem Tor, wann habe ich Ball im Netz gesehen, das war einfach Blackout. Ich habe auch diese erste Karte vergessen, weil ich habe in 6 Monaten nur eine gelbe Karte gehabt. Und heute gleich 2 mehr. haben mit Georg Zellhofer vor dem Spiel gesprochen, war er auch sehr nervös? Ich glaube, dass jeder Spieler und jeder Trainer vor erste Spiel, erste Runde ist nervös. Vor allem mit Rapid wahrscheinlich, ja? Nein, ich glaube, in jeder Mannschaft, weil einfach weißt du nicht, wo stehst du ungefähr. Bei uns, wir sind in so einer Situation, wo in diesem Moment, wir haben nicht eingespielte Mannschaft, einfach, das ist unser Nachteil. Weil Rapid hat 2 wichtige Spieler verloren, ein neuer Trainer ist gekommen und das ist sicher nicht Vorteil für einen Anfang für diese Mannschaft. Viele Sachen kannst du kaufen, aber Zeit kann einfach nicht. Kaufen, genau. Ja. Ich habe schon gewusst, dass am Anfang wird für uns nicht so leicht, aber das ist sehr wichtig. Ich habe 3 Punkte gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Von der Statistik her muss ich sagen, haben Sie ganz gut gespielt. 67 Ballkontakte, das ist sehr viel für einen Offensivspieler. Und ich würde sagen, schauen wir uns gemeinsam im Überblick nochmal die Ergebnisse von heute an. Sicher auch ganz interessant. Sturm GAK 0:0, 0:2 Tirol gegen Austria und 2:0 Rapid gegen Mattersburg. Das Spiel Nadia Admira gegen Ried abgesagt und Superfund gegen Salzburg ja morgen in der Tabelle. Jetzt Rapid etwas aufgeholt. Salzburg kommt erst morgen dran. Führung nach wie vor natürlich noch die Austria. Und in der Torschützenliste ist jetzt Mario Basiner mit 11 Treffern weiterhin voran. Gratulation nochmal zu Ihrem Tipp nach